Ja, dann legen wir los. Also Michael ist Methodenberater und Showrunner bei der Consulting Guild. Er ist ein Kanban-Urgestein, ich glaube, das kann man so sagen, und treibt seit 2008 aktiv Kanban für Wissensarbeiter voran. Er ist einer der Organisatoren dieser Kanban Community Days und Mitbegründer der und jahrelanger Organisator der Limited Web Society Cologne. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst. Deine Bühne. Ja, vielen Dank. Schön, euch alle zu sehen. Und auch, ich habe jetzt auch zwei anderen Konferenzen gesprochen in letzter Zeit. Sehr schön, euch wirklich zu sehen. Das ist sehr, sehr, sehr viel angenehmer, als einfach nur in die Kamera zu sprechen und dann hinterher Nee. Aufzeichnung zu sehen. Ja, Flow, das Ziel von Kanban. Sehr viel geht ja darum, dass Kanban dazu da ist, Flow zu optimieren, wenn man sich das so anhört. Was wir alle wissen, starten wir mit dem Offensichtlichen. Kanban ist mehr als Zettel. Florian hat sogar ein schönes Buch darüber geschrieben. Kanban mehr als Zettel. Sehr empfehlenswert. Und ja, eigentlich offensichtlich. Kanban ist natürlich deutlich mehr als Zettel. Das hier ist hoffentlich für euch nicht zu lesen. Auf jeden Fall solltet ihr es gar nicht durchlesen. Ihr könnt aber. Hallo Markus. Oh, hallo Florian. Okay, ich begrüße jetzt nicht mehr jeden, den ich erkenne, aber es ist sehr schön, so viele zu sehen. Die Prinzipien und die Prinzipien und die Praktiken, die sind aufgetaucht, als ein gewisser Mr. Anderson 2007 eine Mailingliste angelegt hat, namens Kanban Dev. Eine Mailingliste zum Entwickeln, Weiterentwickeln der Methode, Kanban Development, Kanban Dev. Und da hat er aufgeschrieben, was damals so der Stand war, was die Prinzipien und die Praktiken waren. Die sind inzwischen ein bisschen mehr, paraphrasiert sind das inzwischen drei Change Management Prinzipien und drei Service Delivery Prinzipien und immer noch sechs Praktiken. Wir werden die noch häufiger sehen heute Abend. Deshalb gehen wir die auch gleich nochmal durch. Fangen wir nochmal an mit den Prinzipien, die drei ursprünglichen Prinzipien. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Starte mit dem, was du jetzt tust. Einigt euch auf inkrementellen, evolutionären Wandel und initial respektiert aktuelle Rollen, Verantwortlichkeiten und Jobtitel. Das habe ich eben gesagt, inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Es sind nicht mehr drei Prinzipien, sondern es sind sechs Prinzipien und sie haben sich auch ein bisschen gemischt. Deshalb haben wir in den Change Management Prinzipien jetzt das erste und das dritte Prinzip gemeinsam. Das heißt, es ist jetzt starte mit dem, was du tust und respektiere das, was du vorfindest. Paraphrasiert. Der Text ist, wie gesagt, eher zum Nachgucken, nicht zum jetzt Lesen. Ich nenne die einzelnen Sachen so oft, weil wir sie immer wieder treffen. Das zweite ist, einigt euch darauf, euch evolutionär fortzuentwickeln. Das ist also so geblieben. Und neu hinzubekommen ist, fördere Leadership, sagen viele. Ich finde die wörtliche Übersetzung der alten Beschreibung schöner. Encourage acts of leadership. Also fördert Handlungen des Leaderships auf allen Ebenen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die es damals halt auch schon gab, sind die Praktiken. Das waren diese sechs. Ich glaube, in dieser Schriftgröße kann man es jetzt lesen. Visualisieren, limitieren der Arbeit, managen von Flow, das explizit machen der Policies, das Implementieren von Feedback Loops und die gemeinschaftliche Verbesserung unter Benutzung von Modellen und der wissenschaftlichen Methode. Das ist auch ein bisschen zusammengeschnurrt, aber es ist immer noch erstaunlich dicht an dem, was wir damals hatten. Visualize ist, mache die Arbeit und den Arbeitsfluss sichtbar. Ist also alles ein bisschen expliziter geworden. Limit WIP ist, begrenze die parallele Arbeit. Hat sich nicht viel geändert. Manage Flow of Work. Kleiner Unterschied, wichtiger Unterschied, wie wir nachher nochmal sehen. Make Process Policies Explicit, vierte Praktik.
also das Explizitmachen der Vereinbarung, die man hat, ist geblieben. Etabliere Lern- und Rückkopplungsschleifen ist geblieben. Und auch der starke Fokus auf PDSA ist geblieben. Also für Verbesserung und Fortentwicklung auf Basis der wissenschaftlichen Methode. Fort. Damit sind wir bei 6 bei 6. Moment, da fehlt was. Genau. Völlig aus einer anderen Ecke sind noch drei Sachen dazugekommen. Service Delivery Principles, die wir später noch ein bisschen genauer sehen. Customer Focus als erster. Manage Work, not Workers als zweites Service Delivery Principle. Und als letztes Evolve Policies to Drive Outcomes. Das Ganze gibt es auch nochmal schöner auf Deutsch. Das erste ist halt, verstehe den Kunden und betrachte die Dinge, die passieren, aus Sicht des Kunden. Ist auch ein bisschen nicht, wird häufig übersetzt als stelle den Kunden in den Mittelpunkt. Es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, der Kunde ist das Allerwichtigste, sondern betrachte Dinge einfach aus Sicht des Kunden. Manage Work, not Workers, ausführlicher, halt manage die Arbeiter, die Arbeit und lass die Menschen sich um die Arbeit herum organisieren. Und als letztes, evolve policies to drive outcomes, finde ich ein bisschen schwierig in den Übersetzungsmöglichkeiten. Was ich halt wichtig finde, ist an der Stelle zu sagen, okay, das ist tatsächlich, wir verändern die bestehenden Policies, um tatsächlich die Outcomes zu verbessern und verbessern das Outcome nicht auf einer Fall-zu-Fall-Basis. Das sieht man ja auch häufig. Wer das Buch The Goal gelesen hat, diese Expedite-Leute, die Leute, die in der Fabrik dafür sorgen, dass Sachen möglichst schnell durchgeführt werden, weil ein Auftrag gerade ganz besonders wichtig ist. Das ist jemand so ein, wir machen das fallweise, wir gucken uns einen Auftrag an, der besonders wichtig ist, den prügeln wir jetzt durch. Und hier ist es halt genau das, das Gegenteil davon. Hier geht es darum zu sagen, okay, wenn wir was verbessern wollen, dann ändern wir unsere Absprachen, um es zu verbessern und entwickeln diese weiter. Freund von mir läuft gerne mit diesem T-Shirt rum. Wir machen jetzt Kanban, das ist wie Scrum, nur ohne die Meetings. Mir blutet dabei immer das Herz, wenn er das tut. Schöne Grüße an Falk, auch wenn er jetzt gerade nicht da ist. Aber er meint, das kann man entweder als Scherz sehen, für die Leute, die eben halt tieferes, das sich schon tiefer angeguckt haben, oder als ein Messinstrument dafür, wie viel ungehobenes Potenzial noch da ist, was man alles noch machen kann. Insofern, kleiner Gruß an Falk. Aber wenn wir uns das hier angucken, das ist halt in Wirklichkeit wirklich richtig, richtig viel Text und das ist nur die Oberfläche. Deshalb gibt es auch eine etwas schönere Darstellung davon, die wir heute auch ein paar Mal angucken werden. Das ist von dem sogenannten Weißen Buch. Das ist eins der Bücher, die geschrieben wurden, um mal die Basics zu Kanban, die so ein, ja, das Ding heißt Condensed Guide und das ist auch genau das Ziel. Es geht darum, kondensiert zusammenzufassen, was ist denn eigentlich der Kern des Ganzen. Und wenn ich jetzt so mir angucke, worum geht es bei Kanban, haben wir ja ganz häufig im Kern erstmal Limit Whip. Nicht umsonst heißt die Limited Whip Society auch Limited Whip Society, weil das so ein zentrales Kernthema ist. Und dabei ist häufig die Hypothese, dass das darum geht, Flow zu machen. Also den Flow zu verbessern, den Durchfluss zu verbessern, die Durchlaufzeiten zu reduzieren, dafür zu sorgen, dass Sachen immer schneller von A nach B kommen. Und gucken wir nochmal auf die Theory of Constraints. Es gibt nämlich schon eine andere Theorie, die auch ganz stark in Kanban eingeflossen ist, die versucht, genau das zu tun. Die sagt, reduziere bzw. optimiere Engpässe und ist durchaus Bestandteil der Kanban-Methode. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich möchte auf eine Sache hinweisen dabei, nämlich nochmal auf das Warum gucken. Und dazu gucken wir uns mal kurz Theory of Constraints
wäre ein hervorragendes Thema für einen eigenen 2-Stunden-Vortrag, 4-Stunden-Vortrag oder wahrscheinlich sogar noch mehr. Eine sehr schöne Erklärung ist unter dem Link da unten zu finden. Das ist auch eine schöne Animation dazu. Die Folien gibt es auch hinterher als PDF und da funktionieren die Links auch im Allgemeinen. Insofern kann man sich da nochmal ein bisschen tiefer angucken, was ich hier jetzt ganz schnell nochmal eben kurz wiederhole oder zu wiederholen versuche. Nehmen wir an, wir haben so eine einfache Arbeitsstrecke. Die erste Arbeitsstation hat einen Durchsatz von 6 Stück pro Stunde, die zweite von 12 Stück pro Stunde, dritte auch wieder, die vierte von 2 Stück pro Stunde, dann wieder 12, 6, 12. Und das ist, glaube ich, völlig, ne, da guckt man einmal hin, wenn das so schön aufgemalt ist, ist relativ klar, was so passiert. Nach einer Stunde ist zwischen den Maschinen, liegt fast nirgendwo was rum, außer vor der Maschine mit den 2 Stück pro Stunde. Und das geht so dann auch weiter. Am Ende, also die Gesamtdurchlaufzeit, wenn man das addiert, sind 70 Minuten. Am Ende von 2 Stunden ist trotzdem nur 1 Stück hinten rausgekommen, weil zwischen Maschine 3 und Maschine 4 inzwischen 4 Stück rumliegen, für was auch immer es sein mögen. Und nach Stunde 3 halt 8. Was dabei auffällt, und 5 und so weiter, ist, dass wir tatsächlich immer diese 2 Stunden haben. Wir schaffen nicht mehr als 2 Stück pro Stunde durch das System zu bringen, weil in dieser linearen Abfolge völlig klar und offensichtlich ist, dazu braucht man eigentlich noch nicht mal eine große Theorie, dass es nicht möglich ist, so schnell die anderen Maschinen auch sein mögen, mehr als 2 Stück pro Stunde zu schaffen. In komplexeren Systemen sieht das schon ein bisschen anders aus. Bei diesem System wäre ich nicht mehr so schnell dabei, vorherzusagen, wo denn jetzt der Engpass ist und wo die Sachen einfach nur rumliegen und wo Liegezeiten und Wartezeiten entstehen. Deshalb hat Elijah Goldratt in den 80ern was aufgestellt namens Theory of Constraints und hat hierfür 5 Schritte beschrieben, die genau das adressieren, wie man, wenn es nur darum geht, den Flow herzustellen, das über die Theory of Constraints hinzubekommen. Erkenne den Engpass, ist der erste Schritt. Lasse den Engpass aus, also sorge dafür, dass diese Arbeitsstation, die 2 Stück pro Stunde schafft, auch wirklich permanent ausgelastet ist und nicht auch noch Leerlauf hat. Im Worst Case macht derjenige, der diese eine Sonderaufgabe als einziger kann, noch irgendwas anderes. Dann ordne alles dem Engpass unter. Also sorge dafür, dass nichts gemacht wird, was der Engpass nicht auch verarbeiten kann. Verbessere den Engpass. Elevate the constraint. Damit könnte man denken, sei man schon durch, aber nein. Das nächste, was wir dann haben, ist noch, finde den nächsten Bottleneck, finde die nächste Lücke im System, find your next constraint. Wie passt das jetzt zu Kanban? Wenn wir uns angucken, Kanban damals, bis letztes Jahr hieß das Ganze ja Lean Kanban University und die Konferenzen hießen Lean Kanban, was auch immer, Central Europe, India und so weiter. Das heißt, Lean ist ein wichtiger Vorreiter und der andere wichtige Einflussgeber ist halt Theory of Constraints. Einer der Gründe, dass Kanban so entwickelt wurde, war tatsächlich, dass David Anderson in einem Projekt versucht hat, Theory of Constraints 1:1 umzusetzen und dann festgestellt hat, das funktioniert so nicht, da muss man andere Sachen machen, weil das 1:1 umzusetzen nicht so einfach möglich ist. Was findet sich davon in Kanban wieder? Manage Flow auf jeden Fall. Erkenne den Engpass. Lasse den Engpass aus, finden wir in Kanban eigentlich nicht, in der Kanban-Methode. Ordne dem Engpass alles unter. Subordinate everything to the constraint. Ja. Limit work in progress. Würde ich schon sagen. Verbessere den Engpass. Also gib entweder mehr Arbeitskraft da rein oder mach sonst irgendwas, was dafür sorgt, dass der Engpass mehr kann. Finden wir in der Kanban-Methode so erstmal direkt nicht. Und finde den nächsten Bottleneck, finden wir durchaus wieder in Evolve the System. Gucken wir uns das jetzt aber nochmal an in Bezug auf die
6x6, also auf diese 6 Praktiken und die 6 Prinzipien, dann sieht das ungefähr so aus. Das kann man jetzt sicherlich streithaft betrachten, ob man das so im Einzelnen betrachten will. Ich habe das ein paar Mal verprobt. Wenn ihr anderer Meinung seid, ne, gerne, können wir gerne noch ein bisschen drüber streiten nachher. Aber wenn wir uns die Sachen so angucken, stellen wir fest, start with what you do now, kommt eventuell so ein bisschen beim Finden des Engpasses vor. Aber die anderen Dinge kommen meistens gar nicht vor. Agree to pursue evolutionary change. Naja, nicht wirklich. Das geht wunderbar auch ohne. Also man kann Engpässe wunderbar beseitigen ohne evolutionären Wandel. Und auch Leadership auf allen Ebenen. Es gibt ganz hervorragende Top-Down-Flow-Optimierung. Das kommt darin also nicht vor. Bei den Delivery Principles, Theory of Constraints achtet auf Ende zu Ende, aber Theory of Constraints sagt wenig über den Customer aus. Swarming wird in der Theory of Constraints gefördert, aber nicht gefordert. Und das Verbessern der Regeln, um die Outcomes zu verbessern, haben wir in der Theory of Constraints auch eher nicht. Das heißt also, von den Prinzipien haben wir schon mal nicht so viele. Von den Praktiken, Visualisierung, Theory of Constraints, nicht wirklich. Limitierung der Arbeit, implizit ja, durch das Subordinate, also das passt, da gibt es ein Match. Managed Flow, ja, in der Tat, wie der Name ausdrückt, da geht es definitiv um Flow. Explizite Policies, Feedback Loops und das Improve and Evolve, also PDCA, PDSA, so ein bisschen, messen ist gut, aber ansonsten eigentlich nicht so viel, was da tatsächlich das, was sich da wiederfindet. Das heißt, wenn wir uns das angucken, dann stellen wir fest, okay, Flow ist es vielleicht nicht wirklich als einziges, also es ist zumindest nicht der Hauptpunkt. Dann könnte es was anderes sein. Vielleicht ist es dieser Value. Was ist Value? Ist Value vermeiden von Verschwendung? Da gab es sowas, auch aus dem Lean. Ne? Lean kann man und so weiter. Vermeiden von Verschwendung. Was ist Verschwendung? Waste. Nur ganz kurz, das wird jetzt kein Ausschnitt, keine Japanischstunde und auch kein tiefer Einstieg in Lean. Aber was ist Verschwendung? Im Lean-Sinne gibt es drei Sachen. Muda, Mori und Mura. Das eine ist überflüssig und nicht wertsteigernd. Mori ist Überlastung und Überbeanspruchung. Und Mura ist Unebenheit, Unausgewogenheit. Das heißt also, Waste ist in Wirklichkeit Verschwendung in Lean sehr viel differenzierter. Das brauchen wir gleich nochmal. Jetzt kommt aber erstmal jemand anders auf die Bühne sozusagen. Da haben wir jetzt nämlich den Auftritt des KMM das erste Mal. Ich weiß nicht, wie oft wir das KMM in den letzten Tagen schon hatten. Ich nehme an, bei Thomas gab es das. Ich meine, mich zu erinnern, dass es das bei Marc gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch jede Menge weitere Sessions zum KMM haben. Das KMM ist das Kanban Maturity Model. Das ist eine Sammlung, eine nicht ganz kleine Sammlung, muss ich dazu sagen. Das sind so ein paar hundert Seiten. Von Praktiken, die man im Rahmen der Kanban-Methode anwenden kann. Das heißt also, ich habe eben behauptet, es gäbe 6 Praktiken und jetzt zeige ich einen 500-Seiten-Wälzer. Das passt scheinbar nicht so ganz zusammen, aber das ist halt der Unterschied zwischen all den Kanban-Praktiken und all den Dingen, die man tun kann und dem eigentlichen Kern von Kanban. Das, was ich hier zeige, das ist auch wieder schlecht zu lesen. In diesem Fall ist das sogar Absicht. Das ist alles runterladbar auf der URL, die ich da eingeblendet habe. Und der Ausschnitt, den ich zeige, hier jetzt gerade, ist das sogenannte Culture Mapping Poster. Da geht es darum, welche Kultur findet man in welchem Kanban-Reifegrad oder in welchem Reifegrad der Anwendung der Kanban-Methode wieder. Und ich will gar nicht auf alles eingehen. Ganz unten ist was Spannendes.
nämlich die sogenannten Decision Filters. Und die würde ich mir gerade, wenn es um Value geht, gerne etwas genauer angucken. Da gibt es den sogenannten Lean Decision Filter. Und in Lean gibt es eine Regel, die zusammengefasst so aussieht. Die sagt nämlich, Value ist wichtiger als Flow. Im Zweifelsfall, um den Kundennutzen zu optimieren, ist der Flow auch hinten anzustellen. Wäre das jetzt eine Live-Veranstaltung, würde ich fragen, wem fällt dazu spontan was ein? Da es keine Live-Veranstaltung ist, würde ich, also live schon, aber ich kann jetzt halt schlecht Hände sehen, die sich heben. Ich gebe mal eine Antwort, wir können das nachher gerne noch ein bisschen auseinandernehmen. Ein Punkt, wo dieses Value Trumps Flow sehr deutlich zu sehen ist, ist immer bei Expedites, also bei Karten, die schneller über das Board laufen sollen als andere, wo man ganz bewusst eine Entscheidung trifft. Hier ist der Value für den Kunden deutlich wichtiger als der Fluss. Und der Fluss wiederum ist wichtiger als Waste Elimination. Das heißt, wenn wir uns dieses Bild so angucken, dann könnten wir denken, dann muss es wirklich dieser Value sein. Aber machen wir nochmal diesen Abgleich, den ich eben schon mal gemacht hatte, als es um Flow ging mit den 6 Praktiken und 6 Prinzipien des Kanban. Wie sieht das denn dann aus? Nehmen wir mal die Change-Management-Prinzipien. Starte mit dem, was du jetzt tust. Sehe ich nicht das Wort Wert drin, also finde ich auch Wert nicht wieder. Wie gesagt, jederzeit let's agree to disagree, wenn ihr das anders seht, aber mir fällt das schwer, ich müsste das da rein konstruieren. Evolutionäre Weiterentwicklung, da finde ich auch wenig Value drin. Und auch beim Encourage Acts of Leadership on All Levels, da hoffe ich zwar, dass das Leadership auf Value guckt, aber es ist kein Treiber, um das Value reinzubekommen. Auch beim Service Delivery Prinzipien, die ja schon eher kundenorientiert sind und wo es um Auslieferung geht, ist nicht so deutlich sichtbar, dass wir jetzt dahin gehen, dass wir tatsächlich den Wert in den Vordergrund stellen. Zumindest so, wie das Prinzip formuliert ist. Dann Manage Work, das haben wir auf der rechten Seite gleich ganz oft. Work ist ungleich Wert. Ich kann unheimlich viel arbeiten und ganz, ganz wenig Wert schaffen. Das heißt, Manage Work und let workers swarm around it. Das heißt in keinster Weise, dass wir uns um Wert kümmern. Das heißt nur, dass wir dafür sorgen, dass die Arbeit gut geliefert wird. Bei den Outcomes, da haben wir tatsächlich meiner Ansicht nach den Wert mit drin. Allerdings wäre ich da auch ein bisschen skeptisch, ob ich die Outcomes wirklich grün oder blau machen soll. Also wirklich, da ist es getroffen oder nicht. Ich habe mich mal für grün entschieden, bin mir aber noch nicht mal sicher. Das heißt, in den Prinzipien finde ich tatsächlich diesen Lean Decision Filter, obwohl er auf dem KMM steht und obwohl wir ganz, ganz viel tun, um das zu machen, nicht in den Kerneigenschaften von Kanban wieder. Auf der anderen Seite die Praktiken, Visualize, ja, da steht Work und Workflow. Da steht nichts über Visualize Value. Und auch wenn man sich zumindest das weiße Buch durchguckt, steht ja nicht Visualize Workflow. Wenn wir uns das Kanban Maturity Model angucken, dann stellen wir fest, eine Visualisierung von Wert kommt so ab Ebene, Maturitätsebene 3 oder 4 vor. Ich persönlich würde vorschlagen, das schon vorher zu tun. Das macht es sehr viel Arbeit, sehr viel leichter, sich selbst zu organisieren, wenn man visuell leicht erkennt, wo denn eigentlich Wert versteckt ist und wie viel da versteckt ist. Aber prinzipiell erstmal, da ist kein Wort von Wert genannt. Limit WIP, da steht nicht Limit Value, sondern Limit Work. Work ist ungleich Value. Bei Manage Flow, denn wir hatten das gerade mit dem Expedite, da ist ein schönes Beispiel, da könnte der Wert der Treiber sein. Auch nur implizit. Make Policies Explicit, sorgt dafür, dass wir uns um die Arbeit kümmern. Work ist ungleich Arbeit. Ein bisschen ist es für mich wieder in den Feedback Loops drin, weil wir bei den Feedback Loops häufig ja
uns angucken, was mit Blockern passiert. Und Blocker haben zumindest implizit ein bisschen was mit Wert zu tun, aber auch nicht immer. Ja, und Improve and Evolve ist leider auch nicht direkt an Value beteiligt. Das heißt, obwohl ich absolut dafür bin und sage, ja, das stimmt, ein wichtiger Treiber bei irgendwelchen Kanban-Initiativen ist die Orientierung am Kundenwert, fällt es mir schwer, dass in den Kernbausteinen der Kanban-Methode, die auch heute noch ja absolut gültig sind, immer noch zitiert werden, das Weiße Buch ist da ja immer noch das Referenz, die aktuelle Referenz, ja, Definition, es klingt so hart, aber das Werk, was es so zusammenfasst, insofern, das scheint schon immer noch zu stimmen, Value scheint es dann aber nicht zu sein. Zumindest nicht alleine. Kommen wir zum Change. Wo kommt denn das erste Mal Change so vor? Das kommt tatsächlich im Blauen Buch vor. Und sogar schon im Titel. Und mir ist das nochmal richtig deutlich geworden vor ein paar Jahren auf der Limited Web Society, als der Kollege, der jetzt gerade vor mir auf dieser Bühne, beziehungsweise auf der Bühne auf der anderen Seite des Bildschirms stand, nochmal zitiert hat, was im Blauen Buch relativ weit hinten steht. I subtitled this book Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. I did this to underscore the point that the main reason for adopting Kanban is change management. Everything else is secondary. Und wenn wir uns das nochmal übersetzt durch den so richtig detailliert angucken, dann steht da ja tatsächlich, ich habe dieses Buch Erfolgreicher evolutionärer Wandel für Ihr Technology-Business genannt, um deutlich zu machen, dass der Hauptgrund, Kanban zu betreiben, ist, dass ich den Change managen will und sich alles andere dem tatsächlich unterordnet. Everything else is secondary, würde ich persönlich am ehesten übersetzen mit alles andere ist zweitrangig. Also untergeordnet, zweitrangig. Und wenn wir uns die Praktiken jetzt mal mit dem Fokus angucken, dann fängt das Ganze an, nochmal für mich einen anderen Schwerpunkt zu bekommen. Und nehmen wir mal die erste Praktik, Visualisierung. Wenn ich Visualisierung als Flow betrachte, absolut valide Betrachtungsweisen, gerade im Delivery Kanban, wo es um die Auslieferung geht und nicht um die Entwicklung von Optionen, total wertvolles, sehr wertvolles Ding, zu gucken, wo stockt und fließt die Arbeit. Wenn ich das Ganze aber tatsächlich nutze, um Change Management zu betreiben, dann habe ich die hier an der Stelle die Information, wie arbeiten wir wirklich? Also to do, doing, done ist keine Visualisierung der Arbeit. Deshalb ist es auch so wichtig, dass da heutzutage steht, visualisiere die Arbeit und den Weg der Arbeit. Und was ich an der Stelle immer gerne zitiere, ist dieses, oder sage, ist dieses Accept Reality. Und zwar, um in der Lage zu sein, die Realität zu ändern. Das geht nur, wenn ich die reale Arbeit kenne und nicht, wenn ich mir einen so wäre die Welt, wenn sie schön wäre, Prozess an die Wand gemalt habe, sondern wenn ich die tatsächliche Arbeit darstelle. Nur dann bin ich in der Lage, wirklich Change Management zu betreiben. Limit Whip als Flow natürlich, dank Little's Law. Durchlaufzeit ist gleich Work in Progress geteilt durch Durchsatz, sind wir natürlich viel, viel schneller. Das ist eine Flow-Sichtweise auf Kanban. Wenn wir aber die Kanban-Methode betrachten mit der Change-Brille, dann zeigen uns die WIP-Limits Änderungsnotwendigkeiten im System durch entweder ein Leerlaufen des Systems oder durch Verstopfung des Systems. Insofern ist das eine sehr mächtige, für mich sehr mächtige Change-Methode, ein sehr mächtiges Werkzeug zum Thema Change, wenn ich tatsächlich es als Change-Werkzeug benutze. Manage Flow, okay, natürlich unter Flow-Gesichtspunkten ist es halt Flow-Management, das ist klar und einfach. Aber als Change-Management geht es dabei darum, nicht nur den Flow einfach zu managen, sondern auch nochmal zu unterscheiden zwischen
Special Cause Variation und Common Cause Variation. Also ist der Flow jetzt im Moment gerade deshalb schlecht, weil eine Ausnahme eingetreten ist? Oder habe ich beim Flow Management vielleicht eine ständig vorkommende Sache, die immer wieder vorkommt und würde dann systemisch anders darauf reagieren? Explizite Policies. Wenn ich das als Flow betrachte, Policies, die den Flow verbessern, ist klar. Aber wenn ich es tue, um mit der Change-Brille auf, dann sorgt das dafür, nicht ich gehe hin und sage, wir brauchen jetzt eine Policy, um das und das zu machen, sondern dann gehe ich hin und sage, ich habe festgestellt, immer wenn wir von dem Zustand in den Zustand wechseln, sprechen wir mit der Abteilung X oder dann kümmert sich immer Thorsten darum oder irgend sowas. Wollen wir das nicht mal explizit machen? Das heißt, wir machen die impliziten Absprachen explizit, um sie überhaupt verhandeln zu können. Wenn ich hingehe und sage, ab heute muss immer das und das gemacht werden, dann ist das ja eigentlich kein Change, sondern es ist ein, ich bringe etwas hin und ist vielleicht ein Wandel, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Um wirklich Change zu enablen, muss ich erstmal wissen, was da ist. Also implizite Absprachen explizit machen. Feedback Loops, auch wieder das Gleiche. Feedback Loops als Flow. Ich plane die nächsten Werkstücke. Also egal, ob ich Kanban benutze, um wirklich Fertigung zu betreiben oder ob ich Kanban benutze, um eine Zeitung zu machen, ein Magazin oder ob ich Kanban benutze, um in der Wissensarbeit ein Softwareprodukt auf den Weg zu bringen. Ich kann auf jeden Fall irgendwelche Werkstücke planen und habe da meine Feedback-Loops, mit denen ich plane, was fange ich als nächstes an, wie liefere ich das aus, was ich als letztes geplant habe. Aber wenn ich die Feedback-Loops als Change-Management begreife, dann plane ich die nächste Veränderung. Das heißt, ich kann wunderbar Praktik 5 machen. Ich etabliere Feedback-Loops. Aber wenn ich es wirklich effektiv nutzen will, dann gucke ich auch, was sind meine Feedback-Loops, die Systemveränderungen hervorrufen. Praktik 6 nochmal als letzte unter dem Mikroskop. Ein Mikroskop vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber Improve and Evolve als Flow-Betrachtung. Wo können wir schneller werden? Ja, das ist sicherlich hilfreich. Wenn wir aber das Ganze als Change Management betrachten, dann gucken wir nicht so sehr auf das Improve, sondern mehr auf das Evolve und sind dann beim, wie können wir besser werden, und zwar ohne woanders schlechter zu werden. Da findet dann halt auch ganz stark wieder die wissenschaftliche Methode Anwendung. Das ist ganz spannend. Im Englischen ist die wissenschaftliche Methode tatsächlich the scientific method und relativ klar definierter Begriff, der bedeutet, erstelle ein Modell, anhand dieses Modells stelle eine Hypothese auf, definiere ein Experiment, um die Hypothese zu verifizieren oder zu falsifizieren, gucke deine Beobachtungen an und reintegriere deine Beobachtungen in das Modell. Im Deutschen ist wissenschaftliche Methode mehrdeutiger, deshalb ist die Übersetzung an der Stelle nicht ganz so einfach. PDSA, Plan, Do, Study, Act, ist allerdings der Deming Circle oder Schwarz Circle und der ist relativ klar definiert, auch im Deutschen. Und da geht es eben dann einfach darum, zuerst mal eine Veränderung zu planen, im Kleinen durchzuführen, zu studieren, was dann passiert und dann gegebenenfalls daraus eine Folge abzuleiten, die entweder bedeutet, wir machen weiter und mehr davon oder wir machen eine andere Änderung und verfolgen diese Änderung nicht weiter. Nicht sehr verblüffend, wenn man sich die erste Slide, die ich eben zum Thema Change gezeigt habe, anguckt, nämlich, dass David Anderson gesagt hat, wir haben das Ganze so definiert, wie es definiert ist, um Change Management zu betreiben, alles andere ist untergeordnet, dann kommt relativ deutlich rüber, jo, wir haben fast überall Change Management in diesem 6x6. Bedeutet das, wenn wir uns das so mal angucken,
Flow, ja, schon so ein bisschen. Value, naja, aber Change, ganz viel. Und ich finde, das ist etwas, was man der Methode einfach tatsächlich auch anrechnen muss, dass wir damit tatsächlich, wenn wir es einsetzen, um Evolution handhabbar zu machen, dass wir dann den Kern von Kanban nutzen und dass wir die eigentliche Macht von Kanban dann nutzen, wenn wir tatsächlich das Ganze unter dieser Change-Brille betrachten. Das heißt nicht, dass die ganzen anderen Sachen wie Engpass-Theorie, also Theory of Constraints, Delivery and Discovery, Kanban, Warteschlangen-Theorie, das sind alles essentielle Werkzeuge. Aber das sind für mich Werkzeuge, die könnte ich sogar teilweise ohne die Kanban-Methode benutzen. Also Kanban als Plastikplättchen, das eine Kapazität symbolisiert, haben wir seit den 50ern bei Toyota gemacht. Das haben wir schon seit Jahrhunderten in den Suppenküchen in Japan gemacht. Und das machen wir heutzutage in ganz vielen Fabriken. Also Kanban an sich, ohne die Kanban-Methode, damit kann man natürlich viel machen. Aber ich finde, wenn man es nur für Delivery, also nur für den Fertigungsteil, den Auslieferungsteil benutzt, dann verschenkt man einen großen Teil dessen, was einem die Methode bietet. Und deshalb ist für mich dieses Managed Evolution ganz weit oben. Und das andere Thema, was auch, so sehr ich auch für die Kanban-Methode werbe, in Anführungsstrichen, was auch ein unerlässlicher Punkt ist, ist, dass natürlich die Fachdomäne, die man beherrscht oder in der man unterwegs ist, trotzdem beherrscht werden muss. Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, wir machen jetzt Kanban, dadurch wird alles besser. Kanban ist nur hier ein Mittel zum Zweck, um den Change zu managen. Trotzdem ist noch die jeweilige handwerkliche Meisterschaft oder das Beherrschen der Fachdomäne absolut notwendig, sei es Software-Craft und Chip, wenn es um, ach, guck an, auf dem Rechner ist der Font ein anderer. Das letzte, nach dem Oder war Journalismus, weil ich habe Kanban jetzt gesehen in den letzten Jahren in ganz vielen Bereichen, sei es in der Softwareentwicklung, teilweise halt bei Schreinern, Caro und Roman haben da sehr schöne Vorträge gehabt, wenn ich das richtig weiß. Ich habe selber erlebt bei der Magazinfertigung in der Juristerei. Also man kann da ganz, ganz viel machen, aber man muss die jeweilige Fachdomäne natürlich auch beherrschen und Kanban bringt das nicht mit. Das wäre sozusagen meine Conclusio bis hierhin gewesen. Und ich danke erstmal vielfach für die Aufmerksamkeit. Und würde jetzt den Floor öffnen für Fragen, Kommentare, Widerspruch. Super, also im Augenblick im Chat ist dann noch nichts, Michael. Also ich denke, wir haben das ganze Publikum vor uns. Wir können dann Live-Fragen entgegennehmen. Markus, du hast dich gerade eingeblendet. Möchtest du was sagen? Michael, noch nicht. Ich bin noch ganz gespannt und fand gerade sehr, sehr interessant die Sichtweisen eben auf Value, Flow und natürlich auf Change. Ansonsten? Wie gesagt, auch gerne Widerspruch, andere Sichtweisen. Eine Frage, Michael, von meiner Seite. Du meintest bei Theory of Constraints, deckt nicht eigentlich Laste den Engpass aus? Also die zweite Theory of Constraints, ist das nicht eigentlich, wofür die Warte Spalten hast? Um sicher zu machen, dass der Engpass halt nie ohne Arbeit ist? Guter Punkt. Das ist, für mich ist das einer der Gründe, wofür wir die Wartespalten haben. Ein anderer kann eben halt das Vermeiden von non-instantly available resource Engpässen sein.
was aber ja genau in die Richtung geht. Nur finde ich, genau dieses Designmodell, dass wir Warteschlangen haben, in den Kernaussagen von Kanban erstmal nicht wieder. Es ist eine der Dinge, die wir dann auf höheren Maturitätsebenen tatsächlich auch haben und vorschlagen. Aber es ist für mich erstmal nichts, was ich jetzt aus der Kerndefinition von Kanban. Das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich, ich bin so ein bisschen angehaucht von Timeflow. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon dich damit befasst hast. Also, wo das geht darum, um TOC wieder mehr in Kanban reinzubringen. Und da geht es halt viel um diese Konzepte. Ja. Aber ja, die sind nicht wirklich traditionell Teil von Kanban, ja. Genau, ich finde sie absolut unverzichtbar. Also ich denke, man muss sie mit im Hinterkopf behalten oder eventuell sogar ganz stark in den Vordergrund bringen. Aber ich sehe sie halt nicht als, ich finde sie halt im Kern nicht wieder. Der Markus ist immer noch nicht stumm geschalten. Jetzt hast du eine Frage. Das tut mir sehr leid. Ja. Also, dass ich nicht stumm geschalten war. Gib mir noch ein bisschen Zeit, um die Frage zu formulieren. Ja, es ist halt, wenn ich normalerweise so Sessions moderiere oder so, sobald jemand sich also live wird und nicht stumm geschalten ist, dann ist halt eine Hand hoch und da will man reden. Ja, das ersetzt ein bisschen die fehlende Handhebefunktion in manchen Systemen. Das ist eine gute Variante, das stimmt. Ich bin sicher, da sind sehr viele Fragen, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute noch hier sind. Wir müssen jetzt nur einfach den Mut haben, um zu reden. Ansonsten können wir auch gerne noch im Nachgang im, wie heißt das? Im Remo. Remo. Remo, genau. Gerne noch im Remo diskutieren. Ja. Ich habe keine richtige Frage. Ich bin beeindruckt. Die Idee, dass es um Change geht bei Kanban, die habe ich schon öfter gehört von dir. Und trotzdem dachte ich, es geht um Change, aber natürlich auch um Flow. Wenn man das so analysiert wie du und sieht, wie selten aber Flow tatsächlich hakt, wenn man sich den Quader oder das 6x6 anguckt. Das ist schon beeindruckend. Und eigentlich mit den Ergänzungen oder den Ideen, die schon im Kanban drin waren, die jetzt aber im KMM irgendwie wieder nach oben gespült worden sind oder vom Lauf der Zeit, scheint mir das doch viel mehr als nur ein Modell der Reife zu sein, als auch irgendwie so ein Zusammenfassen von dem, was Kanban vielleicht schon immer sein konnte, wenn man das Buch nur gründlich genug gelesen hat. Also ich habe viele Impulse gefunden und noch keine Fragen. Okay, cool, Dankeschön. Ich hätte vielleicht eine Frage. Was ja. Mir jetzt eingefallen ist, in den frühen Jahren, wo ich mich mit Kanban beschäftigt habe, so 2012, 2013, beim Klaus Leopold, war das Thema Change sehr präsent. Und da wurde es damals genannt Kanban, Change und Leadership. Mhm. Leadership war jetzt hier gar nicht drinnen. Wie siehst du, das ist Leadership originär auch ein Thema oder ein Teil von Kanban? Also es steht jetzt ja in dem 6x6 steht es ja mit drin, mit Leadership, als Encourage Acts of Leadership on All Levels. Ich finde wenig konkrete Handlungshinweise, also auch im KMM ist es überschaubar. Im KMM sind schon deutlich mehr als im blauen Buch. Und wenn man sich an das blaue Buch erinnert, da waren ja diese Comicfiguren drauf. Und der eine sagt, I'm stuck, der nächste sagt, I'm idle und einer sagt dann, let's do something about it. Und dieses let's do something about it wird immer als Act of Leadership beschrieben. Und lange Jahre war das Einzige, was aus der Kanban University tatsächlich kam. Das hat sich inzwischen geändert. Da gibt es inzwischen deutlich mehr Leadership. Aber gerade so 11, 12, 13 kam der Leadership-Begriff eher von draußen rein als von drinnen. Michael, ich hätte hier noch was dazu zu fügen. Erstmal im Kanban Maturity Model Buch wird gerade davon geredet, dass Leadership das eine große Thema ist, was noch nicht wirklich angesprochen wurde.
Und dann vor so 6 Monaten oder so haben David und ich darüber gesprochen und er meinte, dass das sein großes nächstes Projekt werden wird, um alles zusammenzutragen, was man auch weiß, aber was noch nie wirklich irgendwie aufgenommen wurde in den Kanban-Kanon. Also das ist auf jeden Fall diese Akzeptanz, dass das ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt ist, den man angehen muss. Aber halt, dass man das auch vorleben muss. Und das. Markus, du hattest eben einmal kurz die Hand gehoben. Ja, ich habe mir überlegt, zu den drei Aspekten, also zu Flow, Value und natürlich auch Change. Du hast jetzt zwei Seiten nicht ganz Würfels, des sehr langgezogenen Würfels angesehen. Hast du dir die beiden anderen Seiten dazu auch angesehen? Also, ich habe mich jetzt tatsächlich auf die beiden Seiten, weil diese beiden Seiten ja das ursprüngliche Postulat, was Kanban ist, widerspiegeln, konzentriert. Ich finde, der Bereich Values, da habe ich immer den Eindruck, dass der nur so, der ist ja erst irgendwie 13, 14 mit Mike Burris dazugekommen. Und der scheint mir sich nur in sehr wenigen Teilen wieder niederzuschlagen. Und eben halt im blauen Buch eigentlich noch gar nicht. Insofern, wie gesagt, ich habe mich jetzt erstmal auf die beiden Vorderseiten konzentriert. Meinst du, ich hätte ein anderes Ergebnis gehabt, wenn ich mich mehr auf die Values und die Agendas konzentriert hätte? Ich könnte mir vorstellen, bei den Agenden wäre es nochmal spannend gewesen, besonders beim Value. Das andere, was ich mir jetzt noch so ein bisschen überlegt hatte, war, weil du eben bei Visualize, hast du, glaube ich, bei Flow keine direkte Verbindung gehabt oder drückt mich jetzt gerade mein Gedächtnis? Ich sehe den nicht direkt. Ich habe die auch nur indirekt abgebildet, ja. Nee, sogar als Nein abgebildet. Mhm. Und also jetzt Flow nach TOC, schwierig, weil eben Flow der Arbeit und Flow sozusagen auch der Steuerung, also des Managements des Flows, ist natürlich für mich ganz klar im Visualize abgebildet, weil das ist ja das, was ich oftmals visualisiere. Und deswegen habe ich dieses Nope nicht so ganz an der Stelle verstanden. Aber ja, wenn man sich nach TOC noch dazu nimmt, dann würde ich trotzdem noch ein Maybe sagen. Aber das, ja. Also auf Maybe könnte ich mich auch einigen. Wenn ich an Visualisierung denke, die tatsächlich so ein Maturitätslevel 1 oder 2 haben, also wo man wirklich ein Pull-System hat, was komplett durch VIP-Targets gesteuert wird und so weiter, dann ist der Effekt der Visualisierung sicherlich tatsächlich auch flow-optimierend. Wenn ich mir aber viele junge Kanban-Systeme angucke, die noch keine VIP-Targets haben, bei denen eben halt die Visualisierung noch nicht der Realität entspricht, dann sehe ich darin wenig Flow-Steuerung. Insbesondere im Sinne von Engpass-Optimierung. Das ist dann mehr Clog-Steuerung als Flow-Steuerung. Genau. Und deshalb, wenn ich die Praktik alleine nehme, sehe ich daran halt das nicht. Aber auf ein Maybe könnte ich mich einlassen. Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ja, dann auch nochmal im Namen des Publikums von mir vielen Dank.